Es ist weniger bekannt für das Thema Innovation im ländlichen Raum, mehr für Kaiser, Brauchtum, solche Dinge. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, wenn man als halbwegs junger Mensch in so eine Region zurückkehrt, wo man aufgewachsen ist und merkt, dass sich nichts verändert hat. Und das war aus meiner Sicht natürlich eine riesen Herausforderung, zurückzukommen und dort als Regionalmanager für Kommunales und Wirtschaft das Themenfeld Innovation zu etablieren. Und die Herausforderung, die wir in dieser Region natürlich hatten, wie in vielen anderen Regionen, ist nicht nur, dass Abwanderung, dass junge Menschen einfach die Region verlassen und einfach hier keine Perspektive finden, sondern auch, dass wir in einer wunderbar verwalteten, sehr gut verkrusteten Struktur leben, wo alles organisiert ist. Und die Herausforderung, die wir uns gestellt haben, ist, dass wir neue Schnittstellen zwischen Stadt und Land schaffen. Dass wir uns die Frage stellen, wie kann man tatsächlich gänzlich neue, auch mit Unterstützung neuer Technologien, neue Formen, neue Formate des gemeinsam miteinander ländlichen Raum gestalten, etablieren. Und die Grundidee war damals zu schauen, wie kann man etwas langfristig etablieren, das ein offener Raum ist, wo Neues entstehen darf. Einen Möglichkeitsraum, der langfristig und über die Bürgerinnen und Bürger etabliert, verankert ist. Und dann war klar, und das hat man gemerkt bei uns mit den Strukturen, das geht nicht mit unseren Systemen, sondern braucht etwas dazwischen. Bisher und alle Projekte, die wir damals initiierten, wurden getragen von einem dieser Systeme. Und damit wurde es auch zum Ziel, etwas für dieses System zu tun und nahm sich dadurch die Möglichkeit, mit anderen zu kooperieren. Was wir gebaut haben, ist einen Raum über die Gemeinderäte bei uns in den Gemeinden, wo die Bürgerinnen und Bürger sich selbst entscheiden dafür, einen offenen Raum in der Gemeinde für alle zu etablieren, wo Dinge passieren dürfen, aber nicht müssen. Einen offenen Raum, den nennen wir Othellos oder die offenen Technologielabore. Und Technologie ist natürlich so ein Wort, wo jeder sofort etwas damit verbindet. Aus unserer Sicht bestehen diese Räume aus drei Komponenten, aus einem sehr offenen, einladenden Prinzip. Das Wort Technologie nehmen wir sehr griechisch, das ist für uns Kunstfertigkeit. Damit sind alle Prozesse gemeint, die wir initiieren wollen und gleichzeitig das Experimentieren, ein Labor. Und diese Räume, man sieht eines der Beispiele im Hintergrund, das ist eine ehemalige Landesmusikschule, die aufgrund statischer Gegebenheiten gesperrt wurde, Einsturzgefahr. Damit wurde das Gebäude nicht mehr benutzt und wir haben gesagt, wir möchten dieses Gebäude haben. Ein Statiker hat Holzbalken drinnen installiert, schaut furchtbar aus, aber hat seinen Zweck erfüllt. Damit hat die Gemeinde das Gebäude wieder zur Nutzung freigegeben. Für uns ideal, weil es war egal, was wir da drinnen machen, es wird sowieso abgerissen. Und das hat einen Möglichkeitenraum von 700 Quadratmeter ermöglicht, wo nicht nur ein Fernsehstudio entstanden ist, es wurde ein 3D-Drucklabor da drinnen eingerichtet, aus dem heraus zwei Firmen entstanden sind, die mittlerweile weltweit expandieren. Und nichts, was wir getan haben, ist nur Raum zur Verfügung zu stellen und einen Prozess, wie man diese Räume langfristig bespielt. Was aus unserer Sicht wichtig ist in so einem Prozess, ist, dass wir Begegnungen initiieren, vor allem auch generationsübergreifend. Also wir haben im Moment 31 dieser Labore, seit vorgestern sind es 31, und wir betreiben die in ländlichen Regionen, in Gemeinden zwischen 800 Einwohnern bis jetzt auch in Wien kommt demnächst eines bis 2 Millionen Einwohner, wo ganz unterschiedliche Formate und Prozesse notwendig sind. Und genau hier versuchen wir mit so einem Ansatz, der sehr ehrenamtlich getragen ist, lokal Teams zu aktivieren, die genau solche Prozesse ermöglichen und gemeinsam mit uns Menschen aktivieren in der Region, sich zu begegnen, sich zu zeigen, was sie eigentlich sonst im kleinen Kämmerchen entwickeln, bei uns sehr stark in den Kellerwerkstätten, und wobei Keller in Österreich so einen zweideutigen
sehr schlimmen oft Begriff beinhaltet. Kennt man vielleicht aus Braunschlag, wer solche Serien kennt. Und gleichzeitig ist es ein unglaublich innovatives Milieu, das wir da wieder aktivieren und gleichzeitig dann wieder Wissen, altes Handwerk wieder neu in die Zukunft tragen können. Und getragen wird das Ganze von einer Community im Moment aus über 800 aktiven Mitgliedern und wir haben im Jahr ca. 25.000 bis 30.000 Teilnehmerinnen, die immer wieder bei Aktivitäten, die aus der Community heraus entstehen, getragen werden. Und organisiert wird jeder Standort von einem sogenannten Magic Five Team. Das sind 5 Personen im Ort, die ehrenamtlich als Gastgeberinnen und Gastgeber fungieren und ehrenamtlich dieses Gebäude oder diese Räume, die zur Verfügung stehen, einfach verwalten. Das klingt mühsam, ist es aber nicht. Der Spaß, den wir dabei haben, ist, dass wir versuchen, Ressourcen, die in unserem Umfeld vorhanden sind, wieder zu befreien und nutzbar zu machen. Als Beispiel kann man sagen, wir haben eines dieser Hotels mitten in eine Schule reingebaut. Plötzlich wird diese Schule offen. Die Ressourcen in der Schule, alle Werksäle, alle Ressourcen, die in der Schule sind, sind außerhalb der Unterrichtszeit plötzlich begehbar und benutzbar für Workshops, für Angebote, für Vertiefungen. Und gleichzeitig ist das Labor mitten in der Schule und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern Zugang zu Dingen, die sie normalerweise nie kennenlernen würden im normalen Schulsystem. Solche Dinge passieren dadurch und wir gehen natürlich auch immer wieder einen Schritt weiter, schauen, dass Kooperationen bei Festivals, dass Dinge, die bei uns am Land passieren, hinausgetragen werden, dass diese Dinge gezeigt und sich weiter vernetzen und vertiefen können. Damit schließen wir an mit verschiedenen neuen Technologien. Wir haben jetzt ein großes Projekt in ganz Österreich laufen, das nennt sich Digital Playground, wo wir digitale Medien in einem Planspiel in den ländlichen Raum verbreiten und mit 6 Laboren in der ganzen Region unterwegs sind, um Digitalisierung als Chance, aber auch als reflektiver Ansatz in den ländlichen Raum zu etablieren. Solche Dinge sind möglich aufgrund der Vernetzung aus diesen 31 Standorten hinaus, wo wir in der Welt einfach aktiv werden. Und ein Credo ist, dass Hotels nur dann gut funktionieren, wenn es ein Team gibt, das selbst sich zur Aufgabe stellt, wir machen nichts, wir machen möglich. Das ist ein riesiger Unterschied und ist ein unglaublich langfristig bedeutsamer Begriff geworden, weil nur dann so ein Hotel langfristig funktioniert, wenn man ein Team hat, das sich primär darauf konzentriert, Dinge zu ermöglichen und nicht die eigenen Ideen primär voranzutreiben. Das ist eine Haltungsfrage und aus meiner Sicht ist das der Schlüssel, damit regionale Entwicklung in vielschichtigeren und auch systemübergreifenden Elementen funktioniert. Ein zweites Thema ist dann noch, dass wir natürlich auch einen Raum schaffen wollen, der nicht durch Druck funktioniert, nicht durch Ergebniszwang, sondern wo wir, und da sieht man die 11-jährige Flora, die im Othello Drachen mit 3D-Druckstiften Drachen zeichnet und dann einfach auch schaut, in Workshops ihr Know-how weiterzugeben. Das würde in keinem Kurs funktionieren. Im Othello kann ein 11-jähriges Mädchen einfach einen Kurs anbieten und sagen, ich teile mein Wissen zum Drachenzeichnen mit anderen. Das heißt, es ist so offen, wie ich es jetzt erzähle. Ich kann euch nur einladen, das einmal persönlich zu begutachten. Wir haben einen ersten Standort jetzt hier in der Nähe von Berlin, in Eberswalde. Und ich hoffe, dass wir gerade jetzt mehr Verknüpfungen finden, auch mit dem Verband offenen Werkstätten und anderen Initiativen, das hier in Deutschland auch noch weiter zu etablieren. Wohlwissend, dass ihr noch viel besser organisiert seid wie wir, damit möglicherweise auch manches schwieriger ist. Aber ich denke, jetzt gibt es einen ersten Schritt hier in der Nähe von Berlin und genau hier kann man jetzt ansetzen, Dinge auch weiterzuentwickeln. Dankeschön.